Und mit einem Räuspern fängt es an. Ja, ich hab's mir erlaubt, ich hab den Media Player eingeschaltet. Oh, hab ich ja vergessen, ich darf mich umschießen. Es ist eine neue Aufnahmesession, ich fühle mich ein bisschen besser, ich bin absolut erledigt, absolut übermüdet. Ich würde jetzt alles drum geben, einfach hinzugehen. Ich hab aber gemerkt, ich brauche mal 13 Parts. Und du kommst. Oh. Okay. Moment, ich bin eben leicht verwirrt. Hatte ich das Ganze nicht schon mal weit gemacht, so weit, dass ich bis zum Endgegner kam? Och, ich dachte, ich hätte auch noch gespeichert. Oh, ich muss ja nicht wirklich alles nochmal machen, oder? Oh, nee. Och, Kackspiel. Leck mich. Och. Na toll. Hallo! Muss ja passieren, dass ich wieder etwas falsch mache. Ich habe auch Fortsetzung gedrückt, so wie das Spiel immer startet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich echt so viel Bullshit jetzt nachholen muss. Ah, jetzt hat der Wichser mich auch noch angeschossen. Okay. Das ist so kacke. Das kotzt echt an das Spiel. Boah, echt, ich. Ich brech's ab. Nee, ich tue ich nicht, aber. Oh. Hey, du. Entschleichen wir halt. Wer von euch erkennt das Lied? Ja. Ich glaube, ich versuche. Mit dem Rest der Gamer meine was abzusprechen. Ich weiß noch nicht, ob ich es in die Tat umsetze. Wenn ich es in die Tat umsetze, wird es ein Bonus-Video geben, so eine Art Special Movie. Okay, ich versuche. Sorry wegen des Skype-Ding. Ich glaube, ich werde das im Nachhinein rausschnibbeln. Weil sowas wie gerade, es gehört hier irgendwie absolut zur Intimsphäre der besonderen Person, die da immer wieder angezeigt wird. Ich glaube, ich werde es überdecken. Irgendwie mit irgendwas halt. Womit und wie ich das überdecke, weiß ich jetzt noch nicht. Aber fest steht, dass ich es überdecken muss praktisch, weil Privatsphäre. Ne? Vielleicht hau ich dann immer ein kleines Fellow-Bild von mir rein. Dann wisst ihr immer, ah, guck mal, da hat er wieder Skype aktiv. Ich war jetzt bei Skype online und hab's vergessen, einfach auszuschalten. Weil irgendwie niemand online war, mit dem ich jetzt gerne chatten würde. Daher. Ich glaube allerdings, dass ich die Media Player Vibration drin lasse. Einfach nur, weil es schick ist. Und damit ihr wisst, was ich höre. Obwohl das Lied ist scheiße. Ich glaube, das wird mir wieder geblockt. Ach, ich drücke die falsche Taste. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, ihr wisst jetzt, was für ein Bullshit ich immer höre. Das nächste Mal stelle ich mir das dann vorher zusammen. Ich habe auch keine Ahnung, ob ihr das jetzt gut hört, ob ihr es schlecht hört. Ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Präsident Galbraith wird im Kommandoraum erwartet. Also ich persönlich habe eine perfekte Abstimmung jetzt von Spielsound-Lautstärke und Musiklautstärke.
Wobei ich sagen muss, das ist jetzt echt beschissen leise. Och, wir dürfen den Kerl auch mal beim Pissen stören. Oder? Na, guck mal, hier haben wir einen Checkpoint. Hier haben wir einen offiziellen Checkpoint. Wenn ich jetzt hier aufs Spiel speichern. Moment. Na, bevor ich irgendwas. Ich versuche gerade zu überlegen, welches Datum wir haben und wie das hier eingeteilt ist. Uhrzeit? Monat? Tag? Oder wie? 6.8. Ah, hier habe ich noch freie. Ja, ich bin jetzt hier gerade wirklich am überlegen, wie hieß hier. Suppenmarine? 6.8. Ne, wir haben noch nicht mal den 8. Wir haben den 6. Wenn ich das hier überschreibe und aufs Spiel speichern, dann haben wir hier SHH SSH1 Space Admission 2. 6.11. haben wir hier. Um 23 Uhr irgendwas. Und da unten ist 6.12. Moment, Hauptmenü, ja. Verschwörung spielen, spielen. Ach verdammt, jetzt. Ja, genau da, wo wir vorhin gespeichert haben. Hauptmenü, ja. Option, neues Spiel, Multiplayer verlassen. Spiel an. Wo würde das denn sein? Ach, klar. Ja. Wo war das denn? Dann. Oh mein Gott, ich habe echt vergessen zu speichern. Dann tut mir das unglaublich leid, dass ich das alles jetzt nochmal machen muss. Oh, ich habe echt vergessen zu speichern. Ja, wir haben ja was rausgefunden. Das ist jetzt die absolut blödeste Idee, weil ich jemals in die Tat umgesetzt habe. Definitiv die blödeste Idee. Definitiv die blödeste Idee. Definitiv die blöde Idee. Okay. Kameras funktionieren also auch und ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin. Ja, die meisten Let's Player, die kommentieren sich echt den Halt, Sherry. Ich bin gegen. Ja kaum. Weil ich kann mal entdecken, ich irgendwie nicht. Idem für Etage 1. Bisher nichts Ungewöhnliches vom Kommando. Oh. Der Piss hat mich jetzt wieder angefragt. Hier Douglas. Ich kann den Empfang auch nicht erreichen. Ich fass es nicht. Jetzt kann ich die Kamera auch nicht mehr entdecken, weil der Kameramann tot ist. Hallo? Da fängst du mich. Ich höre dich nicht mehr. Hallo? Ja, hi Kamera. Ups. Bevor jemand reinkommt, wir kennen uns ja, wir sind voll sicher. Erst duschen. Oh, ich mag das Lied irgendwie. Hat doch sowas für sich. Wenn jemand auf dumme Gedanken kommt. Lalala, durch den Lüftungsschacht. Durch den Lüftungsschacht. Ich weiß nicht, kann ich singen, trotzdem tue ich. Oh.
Ach, ich glaube, das ist ein schönes Bild jetzt gerade von uns. Keine Ahnung, warum wir das so lange zeigen. Vielleicht, weil ich so gut aussehend bin. Meine Uniform. Ja, auf jeden Fall, die Musik finde ich persönlich jetzt nicht so passend zum Spiel, aber wesentlich schöner zu hören. Das Spiel ist ja nicht so gut. Also das Spiel muss beim Soundtrack echt noch üben. Wobei Ubisoft, das Spiel ist von Ubisoft, ja eigentlich ganz gute Soundtracks immer hatte. Auch Soundtracks, die ich jetzt persönlich sehr... Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Sehr anti-fand. Himmelarsch! Die Maschine ist immer noch kaputt. Wie komme ich jetzt an meine Münzen? Oh. Was macht Sherry denn mitten im Wahlkampf in SSH1? Das ist eine Provokation. Ich versteck dich. Diese Funktion hat er das Recht, zu überprüfen, wie wir die Steuergelder verwenden. Er hat sich einen guten Tag dafür ausgesucht. Übrigens, wo zum Teufel sind meine Leibwächter? In der Tat, Sir. Sekunde, Calvin. Gib mir etwas Kleingeld. Mr. President, Sir, die Spats wurden für die Dauer von Total Red zu Ihrem Schutz abgestellt. Diese Bande von Hitzköpfen? Verdammt, nicht ein Gerät, das in dieser Anlage funktioniert. Aber, Mr. President... Nichts als der Abschaum, den Colonel McCall zusammengekratzt hat. Mr. President... Aber wenn Sie sagen, dass es die Besten sind, vertraue ich Ihnen, Karl. Na toll. Aber ich glaube, ich habe jetzt keine Videomusik laufen lassen. Ich springe mal zum nächsten Lied. Nee. 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 Das Lied mag ich, das ist schön. Ja, auch wenn es so blöd flackert, ich glaube, ich lasse es drin. Wir werfen keinen Schaden, das ist blöd. Boah, echt so beim Pinkeln, das ist so... Boah, ich komme damit nicht klar. Ich habe es auch mal in meinem Umkreis erzählt, was ich hier mache. Und ich fand es irgendwie auch nicht so prickelnd mit dem Totschlag beim Pinkeln. Ja, shit. Mit dem Bloody Screen. Habe ich nicht dahin irgendwo gespeichert? Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller als gerade. In der Hoffnung, dass es funktionieren tut. Wenn nein, tut es mir leid. Wenn ja, ey, wunderbar. Ich kann natürlich auch einfach jetzt schnelleren Ablauf machen. Aber ich will es einfach besser bringen. Na toll, jetzt dreht der um und der steht da. Und jetzt kann ich ihn nicht niederkriegen und vielleicht dreht er, geht er los und dann bleibt er da stehen. Oh. Kommt schon. Das hat funktioniert, Halleluja. Ich komm durch. Ich glaube nur, dass das Geld schief geht. Wow, ich hab's echt geschafft. Lol. Das ist ja echt jetzt der Hammer. Es ist wow. Ich bin gerade auch eher so still, weil ich mehr angespannt spiele. Die Hand verkrampft sich um die Maus. Der Atem wird schwer. Die Musik wird scheiße.
Schon wieder falsche Richtung. Ich habe in letzter Zeit irgendwie immer die falsche Taste. Shipping of the world, nee. Fee. Nee, nee. 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 Sorry. Das ist jetzt wirklich die gesamte Musik auf meiner Festplatte, deswegen hüpft er so scheiße durch. Ach. Aber man hört nichts. Himmelarsch! Die Kaffeemaschine ist immer noch kaputt. Ach, schon wieder falsche Richtung. Meine Münzen? Oh. Was macht Sheridan mitten im Wahlkampf in SSH 1? Das ist eine Provokation. Ich versteck dich. Gleich spielen wir weiter. In dieser Funktion hat er das Recht zu überprüfen. Wir kennen die ganze Aktion ja schon, deswegen. Er hat sich einen guten Tag dafür ausgesetzt. Übrigens, wo zum Teufel sind meine Leibwächter? In der Tat, Sir. Sekunde, Calvin. Gib mir etwas klein. Mr. President, Sir, die Spats wurden für die Dauer von Total Red zu ihrem Schutz abgestellt. Diese Bande von Hitzköpfen? Verdammt, nicht ein Gerät, das in dieser Anlage funktioniert. Aber, Mr. President... Nichts als der Abschaum, den Colonel McCall zusammengekratzt hat. Mr. President... Boah, es ist verschwindig. Ach ja, und ein Partnerende haben wir ja auch schon wieder erreicht. Es sei denn, ich habe schon eine andere Zeitablauf. Da habe ich keine Ahnung, ob der Punch am Ende ist. Aber ich sage einfach mal gleich auf Wiedersehen. Sobald ich ihn wieder beim Pissen zerschlagen habe. Nee. Na, ob ich die doppelte Geschwindigkeit ablaufen lasse, ist blöd. Weil dann jetzt werde ich immer wieder auch überhaupt. Dann rattern die natürlich dementsprechend auch schnell weg. Also durch. Aber ihn erspare ich noch eben. Okay, Johnny können wir nicht sehen, aber du bist kein Mann, also darfst du ja auch gar nicht sein. Oder habt ihr einen Johnny gesehen? Ich hab seinen Johnny nicht gesehen. Aber mit der Frage beschäftigen wir uns im nächsten Tag. Also, hier sag ich dann auf Wiedersehen und ciao, ciao.